Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wildhunt. Wir waren gerade beim Baron in seiner hübschen Festung, die er sich unter den Nagel gerissen hat. Und ich würde jetzt eine kurze Quest abholen. Jetzt komm mal her hier. Lauf da unten ruhig durchs Wasser, ich komme dir entgegen. Und dann würden wir uns mal den verdienten Lohn für diese Kirche der Flammen Quests abholen. Der Typ hier hat die Quest, wie es aussieht. Mach langsam. Ich ziehe hier einen Scheiß, Alter. Tachchen. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Mhm. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich. Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Ja, schlechter Anfang, Junge. Na gut, los geht's. Warum wollst du gegen mich kämpfen? Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun, also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Ach, so ist es also. Schon gut. Ich ergebe mich. Was denn da? Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Ach, Glück. Nächstes Mal. Nächstes Mal bringe ich dich um. Geh mir aus den Augen. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Ich fürchte, wir werden den jungen Mann tatsächlich noch wiedersehen. Was haben wir jetzt hier? Uns, Petersilie. Ach, das war ja diesen Werwolf-Absud, ne? Und hier noch? Gehen wir her mit den Blumen. Da kennen wir nichts. Hier geht's rein. Abgeschlossen. Und tatsächlich abgeschlossen. Aber kommen wir da vielleicht rein? Wo das gerade da drinnen aussah, als ob da gar keine Textur ist, ne? Zumindest nicht so richtig. Und nicht, als ob da irgendwie was drin ist. Irgendwas anderes zerbelzen, sieht nicht so aus. Hier drüben bei den beiden Häuschen nochmal. Machen wir die Hundspetersilie rein. Heute Abend gibt es Pellkartoffeln. Wenn ich hier diese netten Gebäude nicht befreien von zurückgelassenem, verwaisten Loot. Ach, hier geht's rein. Naja, immerhin. So. Fläschchen haben wir noch nicht genug. Da freue ich mich sehr drüber. Alchemische Paste und Bärenfell in der Truhe. Sonst scheint hier nichts zu sein. Meine Kerze an, falls jemand nach Hause kommt. Damit auch weiß, dass ich da war. Hallo, Geralten. So. Ab auf die Plätze. Beweg dich. Dann zum Wegpunkt. Ich werde jetzt mal die Nebenquest ein bisschen abarbeiten, damit wir die nicht wieder failen. Schnellreise, wir haben hier oben die Quest, dann können wir da hin, nehmen die zwei Orte noch mit und dann gucken wir mal weiter, wie es dann vorangeht. Wir brauchen echt ein bisschen Level und so. Plätze. Jetzt bin ich doch veralbern oder was? Krebliches Tier. So. Schön hier. Die Hexersinne an. Sehen, ob uns irgendwas erwartet auf dem Weg. Achso, ich wollte ja. Langsam. Ja, hätte ich fast verkackt. Guck mal, sind wir schon fast vorbeigeritten. Einmal dahin. Hier geht's lang. Wollten ja die kleine Nebenquest mitnehmen, da hinten.
unten. Hast du was zum Sammeln? Komme ich da runter? Ohne dass sich Geralt die Haxen bricht. Alte Turbo-Hexer. Meteoriterz. Und Seide. Samt und Seide, Silber und Geschmeide. Haben wir hier? Oh, guck mal. Und da, diese kleinen ekelhaften Maribor-Schwert und ein paar Dinger. So, Schema Glanz und rausgerissene Seite Grabspinnenabsud. Ach, dieser Gestank. Kleine Kasperköppe. Neblerkram und ein blaues Mutagen, das hat man bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Neckar-Kriegerleber, na da, und ein Neckarherz. Frisch aus Neckars Ulm. Alles rein hier, Schema. Mal hier, was haben wir hier? Seewandspilze. Hier ist es wieder schön finster. Ach, guck. Wir haben die ersten Set-Rüstungsschemas, Schemata gefunden. Nochmal die Wandpilze. Na, guck mal. Wer seid ihr denn? Nein! Oh, du Fick-Saumist! Oh. Scheiß die Wand an, ey. Das waren viele und umkeilt und kann man nicht da weg und das nervt und es war dunkel und man sieht die nicht und ich bin schlecht. All das zusammen führt zu Aggression und Unmut. So, kennen wir jetzt schon. Guck mal. Laufen wir mal hin, weil... Hallo. Ich glaube... Das ist gar nicht so weit. Guck mal. Haben wir noch was? Ist hier noch was drin im Stumpf? Nein. Oh, ein Bandit. Guck mal. Ich bin's. Hey ho! Aber. Na klar. Allalalal. Na gut. Gib mal her, was du hast. Du hast gegrilltes Fleisch, habe ich gesehen. Und ein Knüppel. Dein Wegelagerer, Boys. Komm ich von hier oben vielleicht runter? So. Oh, oh, oh. Das war weit und fast tödlich. Da hätte ich mir auch ein zweites Loch in bestimmte Körperregionen gefreut. Ich habe eigentlich keinen Bock darauf gerade, weil ich bin ja noch schwer verwundet. Jetzt mal ein Bratapfel. Ich hoffe, dass wir das erreichen. Na. Kein Frechdinger. Junge, Junge. So. Nehmen wir das Schwert wieder in die Scheide. Blaue Mutagene. Jetzt haben wir sogar alle mitgenommen. So, essen muss ich jetzt trotzdem wahrscheinlich, weil das war ein bisschen viel. Oh, da war eine Rüstung dabei. Ist die denn gut? Ist sie nicht? Da, Handschuh kann man immer noch nicht. Naja, so, warte mal, wir können mal gucken, ob wir... Da...
97 brauchen wir noch nicht machen. 97 und 99. Haben wir hier was zu reparieren? 82, 83, Stahlschwert. Ich würde aber eher das Silberschwert machen, weil wir jetzt gegen Monsterchen kämpfen. So, dann hauen wir uns hier noch ein Dings rein und ein Brot. Los jetzt. Komm, essen. So, wir können ja schon mal reingehen wieder. Wir wissen ja, wir haben jetzt erstmal hier Sewandpilze. Dann können wir vielleicht eine Kiste irgendwo links. War das hier schon? Nein. Da ist es. So. Das schon mal. Dann machen wir uns erstmal ein Schutzschild. Dann nehmen wir Igni. Alle her damit. So. Oh, die Necker. Die sind echt eklig, weil das immer recht viele sind. Grünes Mutagen. Kartoffel, wo bist? Haben wir hier noch etwas, was sammelnswert wäre? Oh, da ist noch eine Kiste. Eine Glyphe. Da nochmal. Noch einen Pilz. Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz. Sehr null. Sehe einfach null. Sieht nochmal aus wie Kisten. Oh ja, guck an. Maribo-Schwert. Aha, Außenseite Succubus-Absolut. Da irgendwie hoch. Wäre mir ein Bläsier und das geht tatsächlich. Gut, also hier hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal hier reinzukommen. Ach, den kann man glaube ich. Nee, falsch. Hart. Ja? Nämlich hart drüber springen. So, dann haben wir auch die Hülle. Nur gern raus. Rein weiter. Das passt, ich glaube nicht. Wir müssten jetzt mal Katze herstellen, glaube ich. Das ist der Trank, wo man dann so ein bisschen mehr sieht in der Dunkelheit. Hätten wir das Schwert weg herreißen. So, Inventar. Wir haben ja jetzt. Hallo. Etwas Schönes bekommen. So. Das Schwert hier unten. Hm. Ist Rüstungsdurchbohrung, hat das 38 drauf. Ich verliere aber Crit Treffer und eine Chance auf Bluten, hab aber dann einen Sockel. Es hat auch ein bisschen weniger Schaden. Aber das ist das Normale, ne? Also Rüstungsdurchbohrung vielleicht gar nicht so schlecht. Legen wir mal an. Aber denn hier haben wir irgendwas. Chance auf Bluten, Chance auf Betäuben. Einfrieren, Adrenalin gewinnen, verbrennen, taumeln, täuben, und Zeichenidentität, Chance auf Bluten, täuben ist, finde ich, nicht so schlecht, zwei auf taumeln, aber hier haben wir drei auf betäuben, dann nehmen wir das mal. So. Oh, warte mal, das ist sogar noch da. Da scheint noch was drin zu sein in der Höhle. Wir markieren trotzdem mal. Habe ich da was in der Höhle verpasst? Kiste hier, ne? Die konnte ich nicht öffnen. So, das war's. Gut. Dann springen wir hier nochmal runter, weil Silbererd und wollen wir da irgendwas mit Metrioid und Seide drin. Blut ist also variabel.
Gut. Letzte, komm mal her. Hier sind es aber noch Waren. Da kommt bitte. Plötzlich Prinzessin. Oh. Dann gehen wir mal hier runter, ne? Reite zu. Ah, welch. Lieb. Oh. Langsamer. Zielt auf seine Augen! Du wirst das nie lernen. Hier, ja, Kasper. Oh, das gefällt mir. Ja, jetzt ran auf den Meter hier. Klapsmänner. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Sehr schön. Auch schön. Oh. Komm nochmal her jetzt! Schnellcharge. Ja, dann komm doch mal her! Guck mal. So. Ja, Nummer 1. Ruhmann. Junge, Junge. So. Das ist mein Gebiet. Hey, du da, komm her. Ja, brüch dich mal. Ich muss erstmal deine Kumpels ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Wo sind wir hier? Was und wem zur Hölle ist das? Hier haben wir noch ein Säckchen. So. Was ist das hier alles? Also es ist ein Kampfgebiet, das ist mir schon klar, aber... Hoffentlich sind wir hier weg, bevor die Leichenfresser auftauchen. Weiß ich noch nicht. Hängt auch mit euch zusammen. Hier sind nur Blumen. Ich hätte nichts looten. Was ist da los? Mit den Paketen und so. Gut, dann nehmen wir mal Honig zu uns. Ah ne, das war nur die Umrandung des Schilds. So, dann sprich was mal. Gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ein Blitzmerker. Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. In Ordnung. Abgemacht. War ja alles für Geld. Makabere Ernte. Beschütze die Plünderer. Oben ist was. Oh, das zählt nicht mehr. Ach, da. Dieser Gestank. Sehr reifen. Honig. Ich hab mir in die Hose gepisst. Sehr nichts. Was ist das? Ah ne, ich höre noch welche. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Hallo. Da bist du hässlich. Hat er recht? Nein, oh, ich will nicht auf Plätze aufsteigen. Geh mir aus dem Weg, du Pferd. Da kommt doch einer, ich seh's doch.
Reicht jetzt mal, oder? Ach, da kommen die nächsten. Also mehr jetzt werde ich nicht. Der Tod ist das bessere Schicksal für dich. Junge. Ich muss mal, glaube ich, Igni ausrüsten. Dann verletzen wir unsere Freunde nicht. Ficken! Ach, wisst ihr. Ich muss in den Leveln steigen, das nervt so unfassbar. Und ich brauche mal Rüstung. Ich bin im zweiten Gebiet und immer noch Level 4 und ich weiß nicht warum. Irgendwie mit den XP, das ist total behindert. Und ich habe ja nur echt beschissen jedes Nebenquest mitgemacht. Oh, ist verkackt jetzt hier. Schrecklich, diese Zielscheine für Neu. Nee, auch nicht. So, dann gehen wir da nochmal hin. Wir machen aber kurz mal, wo ist es? Meditation. 6 Uhr morgens, Feuer frei. Der Geralt mal ein bisschen gesund ist. So. So, dann haben wir gehockt. Wir nehmen das Schutzschild. Knack. Wir nehmen Igni. So, komm mal her, ja, Eberhard. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich... Kennen wir ja schon. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können. In Ordnung. Abgemacht. Bleiben wir ein bisschen beim Kern der ganzen Geschichte. So. Hallo? Es klart auf. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich muss, glaube ich, die Quest aktivieren. Schaut auf liegende Fäuste, sammle sie alle. Makabre Ernte, das müssen wir jetzt mal aktivieren. Heute gibt's gegrillten Ghoul. Ja? Nun denn. Wie lange soll das gehen? Beschützt die Plünderer vor Monstern? Gibt's noch nicht mal einen Timer oder sowas, ne? Du! Da kommt noch mehr. Ja, was willst du denn? Ich habe halt auch noch nicht so richtig ein Silberschwert gutes, sondern immer noch dieses graue Scheißding. Aua. Da, guck mal, hier ist noch einer. Rein mit dem Trockenfisch. Nimm dich vor den Ghulen in Acht. Ist ja ein richtig lustiger Typ. So, Freunde. Kommen da die nächsten? Ah, da läuft tatsächlich irgendwie. Ach, das ist so ein Bubble Boy.
Oh, weg, weg, weg! Weil die explodieren ja immer so scheiße. Du musst deine Augen nicht immer festhalten. Lässt aber auch nicht nach. Ne? Kommt doch her jetzt hier. Ja, ich zaubere aber doch für euch, ihr Knallschargen. Ich hab schon das nächste Fragenöl drauf. Ne? So ein Krass. Der ist auch hoch vom Level. Ja. Junge, Junge. Bockenfisch, was wir hier verballern, Alter. Danke, mein Herr. Oh, gut. Du hast uns das Fell gerettet. Hier, nimm. Dein Lohn. Und ist der Anteil des Bastards, der uns gezwungen hat, die Leichen auszubuddeln. Nun, alles Gute. Ach, der sollte sterben. Das ist kein Leichenfresser. Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, aber wenn das quasi zur Story gehört, dass er stirbt, dann ist das natürlich wohl okay. Temerisch oder kaiserlich? Eigentlich egal. Weil hoffentlich sind wir hier weg, bevor die Leichenfresser auftauchen. Die waren gerade die ganze Zeit schon da, du Ex-Papa. Und? Was willst du? Geh den Scheiß an, ich sammle ja erstmal das Ghoulblut und so, obwohl ich nie weiß, ob ich überhaupt jemals so viel davon brauchen werde. So, hier oben haben wir noch ein bisschen. Mann. Mehr jetzt hier. So, wo die Leichen was auftauchen. Haben wir hier noch was? Da hinten ist noch was. Guck mal. Und zack. Richtig Loot haben wir ja nicht, ne? Was ist denn hier? Die Jungs vom Baron. Jetzt gucken wir mal, wo die nächste. Kleine, die ist ja gleich hier drüben. Ja, wir können ja erstmal dahin. So, weil dann hier oben ist ja auch irgendwann der gute Dude. Laufen wir mal. Will ich mit Hexer sind. Der Junge ist danach zusammengebrochen. Sie wurden mit den Schwingschädeln zugesichtigt. Niemand im Dorf. Davon habe ich auch gehört. Wie schrecklich. Die wilde Jagd. Ich rate dir. Pass auf. Jetzt. Alles Teufelsscheiße. Das ist ja hervorragend. Die lassen hier schön was liegen. Räumen wir mal hier das Flüchtlingslager leer. Die steuern einfach. Gewöhnt euch dran. Passiert ja öfter. So. Du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ah, das ist ja ein ganz cooler. So, das Lager streckt sich ein bisschen. Aber hier, sie scheint kein Loot mehr zu sein. Ist ich nicht Loot, ey. So, wo ist denn hier der... Passierscheine für Novigrad. Billiger gibt's nirgends welche. Ja, ja. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Hm. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück.
Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? 100 bezahlen. Geht das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Ja, komm raus mit der Sprache. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Hab ich doch aber schon. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter. Beruhig dich mal, ich kann dir auch nämlich die Zähne rausschlagen, du Kunde. Fear what you found. When the way